Mein Name ist Tino, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr GTA 5 Mods installieren könnt. Dazu öffnen wir einmal Good Crew, haben wir hier oben. Und dazu brauchen wir erstmal die Seite de.gta5-mods.com. Da können wir uns die ganzen Mods downloaden, also wer Mods möchte, kann man hier komplett downloaden. Ich zeige euch einfach nur die Script-Mods. Die jetzt sind am einfachsten. Dazu brauchen wir noch Rage Plugin Hook, also ragepluginhook.net. Einfach hier draufklicken, jetzt direkt runtergeladen, das haben wir dann hier. Dazu habe ich hier noch ein kleines YouTube-Video offen vom Real-Life-Mod, den ich mir runterladen möchte, mit euch installieren möchte. Und dazu brauchen wir noch Scripthook V und den Native Trainer. Native Trainer ist sowas wie so eine Konsole. Dazu klicken wir dann einfach hier auf Herunterladen und es öffnet sich diese wunderschöne Seite hier. Und wir klicken hier auf Herunterladen. Das Ganze wird auch heruntergeladen. So, falls ihr das auf der externen Festplatte habt, gehen wir auf dieser PC. Öffnet sich dieses wunderschöne Fenster hier, klicken wir auf Datei. Klicken wir auf Steam Library, Steam Apps, Common und GTA 5, also Grand Theft Auto 5. Dann haben wir hier die wunderschöne Liste, dann mache ich das mal so herum, da hier keine anderen Ordner sind. Gehen wir auf Google Chrome und das ganze Zeug dann wunderschön hier. Also hier gibt es auch dann verschiedene Mods und jenes und dies und das und jenes und Scheiß. So, wenn wir das haben. Ich sage zumindest das auf dem zweiten Bildschirm drauf, dass man sich merkt, und öffne erstmal Rage Plugin bzw. Scripthook V als Tippdatei, die dann wie gesagt so öffnet. So, ich glaube, das müssen wir raus tun, genau. Also, das heißt, Scripthook V und den 8, den ASI brauchen wir nicht, weil den wollen wir nicht nutzen. So, den ersetzen wir, den vergessen zu löschen, stimmt. So. Dann gehen wir zurück, da ist die Readme nochmal drin, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Die schließen wir und schließen wir nochmal. Dann nehmen wir Rage Plugin Hook heraus, das ist das hier, das wunderschöne Ding. Das ist jetzt komplett zum Kopieren und Einfügen, das heißt, wir kopieren das hier, ziehen es direkt hier ins Verzeichnis herein, das Ganze wird ersetzen wir einfach mal, zack. So, danach öffnen wir noch die Real Life Mod. Und ja, ist ja gut. Und die moven wir auch hier rein. So, dann suchen wir uns den Real-Life-Mod-Manager heraus, öffnen den mit Doppelklick. Also als Excel natürlich, ist klar. Schließen dabei dann wieder das Winrar-Verzeichnis. Dann müsste sich der Mod-Manager öffnen. Hier. So, Mod ist an. Mod Notifications ist true. Debug enabled ist false. Das ist für die Developments. Dann haben wir KMH, MPH und das. Checked Update Enabled False. So, speichern wir. Aber dafür brauchen wir gar keinen Hook. Also, das brauchen wir nicht. Also, das heißt, wir kopieren uns das. Könnt ihr bei jedem Trick machen, auch wenn ihr Multiplayer spielen möchtet. Klickt hier auf Einfügen. Klickt auf Ersetzen und die ganzen Daten, die ja markiert werden. Klicken wir einfach auf die Entferntaste. Das Ganze wird gelöscht. Das heißt, wir müssen den Real-Life Mod Manager machen das weg. Und können uns hier noch verschiedene Mods dann nochmal zusätzlich runterladen, wie ich auch schon den Blinker-Mod hier in Angriff gemacht habe. Dazu brauchen wir das aber. K, pressing K to turn the right, K und J, das sind die, die muss man mal was ändern. So, wir können auch mal weiter bei Scripts gucken, da wir aber, na gut, am Scriptbook V schon installiert, das heißt, es passt eigentlich. Dann schauen wir mal weiter, was wir noch nehmen können. Gear Shifting Animation, das brauchen wir nicht, das ist ja nicht unser Ding, also mein Ding nicht. Nummer 2, mal gucken, was da noch alles drin ist. Das heißt, wir können jetzt einfach hier löschen, das löschen, also wegmachen halt und das. So, Criminal Record System, das ist ein Script, das müsste, glaube ich, für Polizei sein. So, Custom Pads im Singleplayer, das heißt, wir können uns den selber bearbeiten, was? Wenn das jetzt wirklich stimmt, ne? Ey, stimmt das jetzt? Man kann den selber bearbeiten, wie man möchte? Bin ich jetzt richtig? Ach so, man. Ah, nein, es ist Custom Pads, also die, wo rumlaufen jetzt. Schalthebel, Set, Shuffle, GPS, Radar, in Specific, Vehicle, was? Video angucken? Bitte, danke. Danke, bitte. Ja, okay. Ach so, anschnallen. Handbremse lösen. Blinker setzen. Nicht losfahren. Das ist sehr, sehr cool.
ist ja sehr, sehr cool. Aber man muss auch doch auch tanken irgendwie, oder nicht? Wenn man jetzt ein Ding reinmacht und aussteigt, dann ist das alles aus, oder nicht? Ah, hier sieht man mal das Auto. Okay. Sehr geil. Aber der Skin hat wieder das Problem, ne? Indicators. Indicators sind Blinker. Okay. Ach, das ist das von dem Ding, von dem Typ. Hä? Lol, das ist ja ein Scheiß, brauche ich gar nicht. Was haben wir denn hier noch? Backpack Inventory. Driving Experience. Hat sich nicht mehr so schlecht dann eigentlich. Food Slab. Achso, Essen, Trinken. An. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ob das wirklich halt gefällt, das ist die nächste Frage. Hold behind push leg, front brake and press aggregate. Press phone up to open windows. Press phone down to close windows. Das ist ja Schwachsinn, ist das. Wir können uns noch die Yacht eigentlich holen. Weil die Yacht müsste auch dabei sein. Super Yacht, Yacht Deluxe. Travel Yacht, Edit On, Customized Party Yacht. Manson Party Yacht. Heißt die Yacht. Andere Yacht, Extra Rooms. Super Yacht, Map Editor. New Yacht in Del Piero. Sandy Shores Party Yacht. Yacht Deluxe, Y-Map Beach, Summer House, Privatjet und Yacht und Bodyguards. Was? Was? Das ist ja mal voll der Hammer. Ist da auch die 8 dabei? Ja, okay, mal runterladen. Es ist zwar eine Map, aber muss ich die einfügen? Ach so, das brauchen wir gar nicht. Das ist Schwachsinn, das ist eine Map, das brauchen wir gar nicht. Dann nehmen wir einfach die Map hier oben. Die super Yacht, die ist ja auch eigentlich ganz chillig. Die können wir auch, glaube ich, auch anpassen, wenn ich nicht. V.net, alles brauchen wir auch noch. Das heißt, wir kopieren das hier raus. Zack, fügen das hier oben ein. Enter. Kommt hier direkt. GTA 5 Trainer. Zack. Einmal draufklicken. Und downloaden. So, Changelog Download. Normaler Download. Wenn kein Roboter. Herunterladen. Bitte warten Sie Sekunden. Okay, dann können wir das wieder schließen. Können wir wieder drauf gehen. Simple Police Search Light, Multiplayer Co-op, Benny's Motorworks, Singleplayer. Ich noch mal Taxi-Missionen gucken. Da ich ja kein Online mehr spiele, könnten wir auch Fahrzeuge einfügen. Brauchen zwar ein bisschen Grafik für mich, aber für mich ist eigentlich kein Problem. Weiter. Hier gehen so Mercedes-Benz, wenn es gibt. Ist eine E-Klasse, wenn nicht schlecht. Mercedes-Benz E-Klasse. 2016er. Das war letztes Jahr. Ne, vor 2 Jahren. Was ist denn das Taxi? 2014, 2015. 2015 Autobahn. 2015 Templates E-Klasse Patrol.
würde ich sagen, nehmen wir hier die E350, ne? Sieht. Boah, doch, das ist. Ey, der Wagen ist halt voll der Hammer. Warum sollten wir den Wagen nicht nehmen? Zack, warum nicht? Warum nicht, ne? Herunterladen, kann man direkt zeigen, wie man es einfügt. Herunterladen. Könnten wir uns noch ein Lambo holen, aber ein Lambo ist mir zu aggressiv. Ja gut, das müsste reichen, das schließen wir mal wieder. Der herunterladen. So. Laden jetzt alles zusammen runter. Passt direkt eigentlich. Dann öffnen wir hier. Schließen, safe, schließen. Diese E-Datei, wenn ich weiß, welchem Programm das nochmal aufgeht, weil ich weiß es nicht mehr. Mod Manager irgendwie für GTA oder sowas, ich habe gerade keine Ahnung. Ah, ist schon offen. GTA. Die E-Datei. Ich habe gerade keine Ahnung mal, wie ich die öffne. GTA 5 Mod Manager. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Nächster falsche GTA 5. Ah, das einfügen, mal gucken, ob ich da irgendwie. Ah, OpenIV, okay. Oder löst das noch unter? OpenIV. Das brauchen wir nicht. Oder ist das Schiff? Nee, ne? Ist nicht das Schiff. Es ist nicht das Schiff. Ah ja, Deluxe müsste, glaube ich, das andere gewesen sein, ne? Ja, das ist schon das. Ja. Herunterladen. Runterladen. Achso, Autos verkaufen oder was? Ist das das mit Autos verkaufen? Ja. Was? Sale Price, Cost of Sale, Repair Cost, Ernie, Y. Okay. Nee, danke. Ist ja gut. Okay. Okay. Installiere schon mal das da dabei. Dann haben wir das auch gesehen. Nee. Echte Parameter. Also, ne. Lasso, Robin Cell Drugs, Random Attack. Gangster Aim, Poly Chase Random Event. Lasso hört sich nicht schlecht an. Bestimmt ein Gag oder sowas wahrscheinlich. Geil! Zack und weg, Alter. Das ist ja geil, einfach die Bullen mitnehmen. Das ist ein Scheiß. Nee. Bowling Mode. Pet Spawner, Bike Melee, Spawn Random Bodyguards, Relaxed Driving Style. Scrap dabei, oder? Naja, gut, das ist. Nicht ein Fall. Umbrella Mod. Umbrella. Ah. Von das Lied irgendwie. So, OpenIV ist installiert. Hier möchte ich keine weiteren Mods. OpenIV ist fertig. Brauchen wir das. Ah, nein, das hatte ich schon. Das schließen wir. Das, da möchte ich noch. Das ist Mercedes-Benz E. Okay. Read me. So, das machen wir auch weg. Das machen wir.
Das machen wir klein. Okay. Später. So. Schließen. OpenEV ist installiert. Das haben wir hier. Doppelklick drauf. Nehmen das für Windows. Browse. Dieser PC. D. Sim Libraries. Die Maps. Common. GTA 5 Ordner auswählen. Zack. Continue. Don't forget the backup. Country. Starting. Starting. Beginning. Starting. Beginning. Yeah. Starting. Beginning. Starting. Beginning. Searching. Encryption. Key. Yeah. Derweil kopieren wir uns hier den Pfad heraus. Steuerung C. Zack. Ah, jetzt. So. Dann sind wir hier. Ich kenne das Video schon. X64. E. Levels. GTA 5. Wer heilt Schultz? Steht hier noch mehr dort? Nee, okay, das heißt, ich sehe mal da die drei Sachen einfach mal da rein. Jail Gator. Was sind das die jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier überhaupt sind. Kann man das nicht irgendwie nachgucken? Ich mache gerade so eine Scheiße mit GTA. Ich würde euch raten. Ah doch, das ist sogar schon das, oder? Hi. Das ist sogar schon das. Okay, dann Edit Mode aus. Die drei Sachen da. Schließen das. Zack. Unten schließen das auch. Und fügen wir noch die Superjacht mit ein. Das heißt, wir gehen hier rein. Zack. Yacht Deluxe. Haben wir unten das Winrad. Doppelklick. Yacht Deluxe. Zack. Das heißt, wir gehen hier drauf. Mann. So. Okay, man kann das alles machen. Okay. Dann markieren wir uns hier die drei Sachen und ziehen das hier alles mal rein. Zack. Schließen. Das hier, script.v.net, haben wir schon eingefügt. Nee, doch noch nicht. Dann machen wir jetzt mal kurz. Fügen das auch in den Ordner rein. Zack. So. Noch was vielleicht, was ich noch wissen müsste, was wir noch einfügen. Habe ich. Wie freue ich mich. Den habe ich schon eingefügt. Okay, passt. Schließen wir das Ganze. Das Hallo schließen wir auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video auf jeden Fall mit Game starten. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.